Ach du Scheiße. Ach ja. Hä? Nee, doch. Hä? Rückwärtsgang, 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 Rückwärtsgang. Achtung, Mädel, nicht stolpern. Warum ist die eigentlich so nah am Bildschirm? Kann die sich mal weiter weg verpflanzen irgendwie? Hallo? Danke. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video from the Me. Heute gibt es ein neues Video. Ein Video, was, glaube ich, viele von euch interessiert. Ein Video, was verdammt aufwendig ist, Alter. Nicht vom Schnitt, aber von der Dauer. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauern wird. Aber heute gibt es Alle meine Pferde 2024. Wann habe ich das letzte Mal Alle meine Pferde gemacht? War das 2022? Lass mich mal bitte kurz nachschauen. Dankeschön. Vor 2 Jahren. Alle meine Pferde 2021. Alter, mache ich schon so lange YouTube? Boah, das hat halt auch einfach verdammt viele Aufrufe. Das hat einfach fast 35.000 Aufrufe. Jesus Christus Maria. Naja, heute drehen wir es jedenfalls 2024, 3 Jahre später. Es hat sich, muss ich sagen, so von 2023 nicht viel getan. Eigentlich wollte ich es Ende 2023 hochladen, aber Julia hat einfach keine Zeit und deswegen kommt es jetzt. Ich denke mal, es sollte euch nicht groß stören. Ja, tun wir einfach so, als wäre jetzt 2023, noch Dezember, so Weihnachtsmarktzeit und ja, ne? Meine Freunde, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Ich glaube, ich gehe jetzt hier einmal überall durch und wenn alles fertig ist, dann muss ich die mal irgendwie neu ordnen. Ich weiß gar nicht. Oh, Scheiße. Oh Gott, wie macht man das? Oh Gott, das sind halt auch einfach 5 Seiten, ne? Okay, Leute, ich werde euch heute auch einfach erzählen, welche so meine Lieblingspferde sind, warum ich mir die gekauft habe, welche Pferde ich hasse, welche ich liebe, ne? Und wir fangen bei Apple Cake an. Ich liebe dieses Pferd. Das ist immer zum Anfang. Ja, Apple Cake ist mein, ich weiß gar nicht, welche Rasse das ist. Jorvik Schwarmblut. Das war mit mein erstes Pferd hier auf diesem Account. Das war, glaube ich, sogar mit mein... Nee, war das mein erstes Pferd? Ich glaube, das war sogar mein erstes Pferd, was ich mir gekauft habe. Ich liebe Apple Cake. Apple Cake ist... ich liebe die Farbe, ich liebe die Rasse, ich liebe einfach alles an diesem Pferd. Ich bin auch safe einen Monat lang auf diesem Pferd geritten, wo ich es mir gekauft habe, weil ich mir noch keine anderen Pferde leisten konnte. Lieben wir. Und dann habe ich mir Apple Cake gekauft. Apple Cake war mein treuer Begleiter zum Anfang. Und ja, das ist Apple Cake, meine lieben Freunde. Ich liebe halt auch den Ton. Ich liebe dich. Ich liebe dieses. Ich würde dieses Pferd jetzt immer noch reiten. Habe ich sogar letztens. So, wisst ihr, was wir eigentlich mal machen können? Nee, stopp. Dafür muss ich meinen Rucksack erst aufräumen. Alle Pferde, die jetzt noch gesattelt sind, weil ich vermisse ein paar Dinge oder irgendwelche Sachen drauf haben, die werde ich direkt einfach absatteln, wenn ich das sehe. Dafür muss ich erstmal meinen Schrank leeren. Scheiße. Was ist denn hier Phase? Warum ist das so komisch? Am liebsten würde ich ja mal irgendwie einen von euch mal irgendwie so hier sich bei mir einloggen lassen, dass der mal einfach meinen ganzen Schrank komplett aufräumt. Aber das kann ich nicht verantworten, weil am Ende sehe ich diesen Account nie wieder. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. Aber Leute, so sieht es auch mal im echten Schrank aus, was soll ich sagen? So, unser Schrank ist sauber. Rucksack, wie man sieht. So, das ist Windy. Windy ist, ja, habe ich mir jetzt erst gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie man dieses Pferd ausspricht. Adena. Moment, ich muss hier jetzt mal mein ganzes Zeug einpacken. Obwohl, das kann ich ja nicht direkt im Rucksack lassen, weil das habe ich immer drauf, dieses schwarze Zeugs. Ja, habe ich mir jetzt erst gekauft. In meinem letzten Video, glaube ich, wenn ich nicht ganz blöde bin. Ja, ich liebe dieses Pferd. Ich finde das wunderschön. Erinnert mich so ein bisschen halt an die Tinker. Ich liebe ja... Eigentlich liebe ich so kleinere Pferde, aber warum steige ich jetzt auf? Kannst du bitte wieder absteigen? Hallo? Hallo? Danke. Ich mag einfach die, ich sag jetzt einfach Farbe. Es gibt schon wieder 1000 Fachbegriffe dafür, aber ich sag Farbe. Ich finde das einfach schön und deswegen habe ich es mir gekauft. Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen und deswegen steht es jetzt hier. Aber ist schon mit eins der Pferde, die ich sehr, sehr gerne mag, auf jeden Fall. Und ich kann jetzt auch nicht bei jedem hier 100 Jahre lang rumreden, weil sonst bin ich morgen früh noch nicht fertig. Das ist Fairy. Habe ich mir vor, weiß nicht, 2 oder 1 Jahr gekauft an, ja, Weihnachten logischerweise. Mein Unicorn. Ich weiß gar nicht, warum ich es Unicorn nicht genannt habe. Ich weiß gar nicht, ob man sein Pferd so nennen kann. Eigentlich bin ich ja überhaupt nicht so der magische Pferde oder sonst was, außergewöhnliche Pferdetyp, aber das ist einfach ein Einhorn. Ich habe immer gesagt, eigentlich, wenn Einhörner ins Spiel kommen, dann nee, bin ich raus. Aber das stand da halt und alle sind auf Einhörnern geritten, habe ich es mir halt auch gekauft und jetzt steht es hier und wird nicht geritten, lieben wir. Aber das ist so das einzige magische oder so außergewöhnliche Pferd, was ich mir mal gekauft habe oder kaufen würde oder für Worte. Ich finde es schön, deswegen habe ich es mir gekauft. Hier ist Ivory. Ivory ist mein Percheron.
Ist auch das Einzige, was ich habe. Finde ich auch am schönsten. Ich mag dieses Pferd irgendwie nicht mehr so. Das einzige Gefühl, ich es nehme, ist für Champies. Joa, ne, was soll ich sagen? Gibt auf jeden Fall, also weiß ich nicht, das sieht auch gar nicht aus wie ein Pferd. Das sieht irgendwie aus wie so eine Statue, finde ich irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte jetzt im Nachhinein eine andere Farbe genommen, aber das ist auch ausgelevelt, glaube ich. Ja, sonst würde ich es nicht mehr zu Champies nehmen. Aber ja, ist so ein Mittelding bei mir, dieses Pferd. Ich mag die Haare auch irgendwie nicht. Wie gesagt, das sieht irgendwie aus wie eine Statue irgendwie so, keine Ahnung. Hier haben wir June und June ist mein Winterpferdchen. Das habe ich mir, glaube ich, auch zum gleichen Zeitpunkt hier wie das Einhorn gekauft. Ich hatte irgendwie an Weihnachten irgendwann mal eine richtige Eskalation. Ich habe noch irgendwo, glaube ich, ein Weihnachtspferd. Und da habe ich mir irgendwie 4 Pferde gekauft an Weihnachten. Und unter anderem dieses Pferd, das war auch schon direkt Level 10. Bin ich auch mit der meisten geritten? Ja, das kann man halt auch nicht Pferd nennen irgendwie. Das kann man so Ziegenbock oder sowas nennen. Ich finde es immer noch cool, aber weiß ich nicht. Wenn ich dieses Pferd in Anführungsstrichen sehe, dann denke ich mir so, boah, ich glaube, in Zoo hätte es besser gepasst. Aber ja, ist auch okay, ist cool. Werde ich, glaube ich, am Weihnachten mal wieder rausholen. Und jetzt, meine lieben Freunde, an alle, die von der anderen Gang dabei sind. Hier haben wir Mini und an alle OGs, an alle Leute, die von Anfang an dabei sind, wissen, dass Mini mein Pferd ist, was ich zu meiner Anfangs-YouTube-Zeit, ich weiß nicht, wie oft geritten bin. Ich liebe, das ist ja generell mein Lieblingspony, Pferd im ganzen Spiel. Ich liebe Goatland-Ponys, ich liebe dieses Pony. Ich liebe die Farbe, ich liebe einfach alles. Das ist dementsprechend ausgelevelt. Ich reite es tatsächlich momentan sehr selten, aber ich glaube, ich hole es mal wieder raus. Ich liebe es einfach. Ich liebe die Goatland-Ponys, ich liebe mein Mini und so an alle Leute, die seit Anfang an dabei sind, die verbinden mich, glaube ich, immer mit Mini und folgendem Pferd. Popcorn ist OG, also da kommt auch nichts ran. Alle Leute schreiben immer auch, weiß noch, die Zeit mit Mini und Popcorn, das war halt wirklich meine Anfangszeit, wo ich nur auf diesen beiden Pferden geritten bin. Popcorn ist halt auch ausgelevelt und er hier da hinten, sie, keine Ahnung, was es ist. Ich liebe sie, das ist, an die beiden Pferde kommt auch nichts ran. Ich weiß nicht wieso, die sind in meinem Herzen. Mit dem Bein hat alles angefangen und ja, alle wissen, glaube ich, dass ich dunkle Pferde auch sehr, sehr gerne reite und deswegen sind das meine beiden Babys. So, jetzt gehen wir mal hier hinten lang. Hier haben wir Olive. Ich weiß nicht, warum ich mir dieses Pferd gekauft habe. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, dass ich dieses Pferd habe. Knappstrupper Level 1. Ich finde den eigentlich echt hässlich. Also es gibt bestimmt Farben, die finde ich da schöner. Er gehört jetzt nicht so dazu. Was soll ich sagen? Also, die Augen sind auch einfach nur creepy. Weiß ich nicht. Also, es gibt bestimmt Outfits, die dazu echt cool aussehen würden, aber das ist jetzt nicht mein Favorite. Mehr kann ich eigentlich dazu auch nicht sagen. Dann haben wir hier Autumn. Autumn habe ich mir auch erst so, ich glaube, im Herbst gekauft letzten Jahres. Level 4. Ist eigentlich ein ganz cooles Pferd. Also, ich finde es jetzt nicht hässlich, um Gottes Willen, aber ich finde, das sieht so ein bisschen wie so ein Fisch, wie so ein Räucherlachs sieht dieses Pferd aus. Dankeschön, Bruder. Ja, ist ein cooles Pferd. Reite ich irgendwie auch nicht, weil ihr müsst wissen, ganz viele Pferde, die hier drin stehen, da weiß ich gar nicht, dass ich die habe. Weil ich einfach den Überblick verloren habe, weil ich einfach. Es ist alles auf eine schiefe Bahn gelaufen, was das Thema angeht, aber. Ja, ist ein cooles Pferd. Stehe ich neutral zu, ne? Und in den letzten beiden Stellen, ich weiß gar nicht, wer hier steht. Ach Gottchen, ja, easy. Ach, witzig, ist ja wirklich ein easy. Das hat jetzt gepasst. Aber hier steht jedenfalls die Maya oder Maya, wer auch immer sie ist. Wow, hi. Das ist mein, easy. Coco Linus. Finde ich mega schönes Pferd. Ich liebe, wie gesagt, schwarz-weiß, gescheckt, gefleckt. Weiß ich nicht, wie man es nennt, gescheckt. Level 10. Wo habe ich denn das her? Habe ich das aus der App? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ist ein cooles Pferdi. Auch mal cool zu wissen, dass ich den habe. Ich sollte mir, glaube ich, echt mal meine Pferde, die ich schon besitze, erstmal angucken, weil es sind echt viele dabei, die ich eigentlich doch ganz cool finde, aber ich irgendwie nicht auf dem Schirm habe. Fällt mir gerade auf. Aber ich finde das Pferd sehr cool. Mag ich sehr gerne. Und dann haben wir hier Beer, warum auch immer es so heißt. Aber ich finde, das hier diese neuen, wie heißen sie? Fjordis, die, sehen für mich aus wie so Schweinchen. Ich bedauere es auch sehr. Ich habe auf meinem ganz, ganz allerersten von früher Account ein ganz altes Easy. Dafür habe ich richtig gehasselt und dafür habe ich auch 2 Wochen Schule geschwänzt, um das zu kriegen. Das ist mein Fjordpferd, Bier. Ich glaube, ich habe es einfach so genannt, weil es aussieht wie so ein Bär. Joa, aber habe ich auch nicht gelevelt. Ich reite es auch nicht oft. Keine Ahnung, wieso. Sollte man vielleicht mal ändern. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier diese Pferde orte, damit ich auch nichts durcheinander bringe. So eine Schisse. Wie macht man denn das jetzt am besten? Ach du Scheiße, ey. Oh mein Gott. Ja, wow. Und wo kommen dann jetzt die Pferde hin, die ich raussortiert habe? Mein Gott. Muss man doch irgendwie ordnen. What the fuck? Ich weiß gar nicht, wie ich diese Pferde ordnen soll, bin ich ehrlich. Dass ich hier auch keinen vergesse. Hey, aber die...
ordnen sich ja doch alle echt völlig neu oder okay, hä? Ja, dann keine Ahnung, dann weiß ich nicht, wie man das am besten ordnet. Jedenfalls muss ich einfach gucken, dass ich kein Doppelt nehme. Wow, ich hoffe, das wird mir auffallen. Wir machen weiter mit Dizzy. Ach, ich habe übrigens doch ein paar Pferde doppelt, wie ich gerade gesehen habe. Also nicht von der Farbe, um Gottes Willen, aber wo ich gerade meine, zum Beispiel das Percheron habe ich nicht nochmal, ich habe es doch nochmal. Ja, das ist Dizzy. Dizzy habe ich mir gekauft, Fjordpferd, weil ich die Farbe cool fand. Finde ich immer noch, aber reite ich nicht. Weiß ich auch nicht wieso. Hat, glaube ich, keinen großen Grund. Ja, das ist Dizzy, Leute. Kurz und knapp. Hier haben wir einmal Egg. Ich habe es Egg genannt, den Mavari, weil es für mich einfach aussieht wie ein Ei, dieses Pferd. Es hat eine Farbe wie so ein Ei, so weiß ich nicht. So völlig blass und keine Ahnung. Deswegen habe ich es auch einfach Ei genannt. Ja, Mavari sind halt so dünn und lang. Die erinnern mich immer so an Windhunde, wären es Hunde. Sind aber keine Hunde, sind Pferde. Aber ja, was soll ich sagen, ne? Mavari halt. Also Mavari sind tatsächlich gar nicht mal so meine Lieblingspferde. Ich weiß gar nicht, warum ich davon so viele habe. Hier haben wir Eclipse. Eclipse Level 1, American Paint Horse. Habe ich mir damals gekauft, weil es sich alle gekauft haben. Eclipse, weil ich einfach Twilight liebe. Alle, die Twilight kennen, die wissen jetzt, warum Eclipse. Hat auch keinen großen Hintergrund. Ist einfach da, weil es da ist und weil es sich alle gekauft haben. Deswegen steht das jetzt hier. Finde ich aber ganz cool, dieses Gefleckte wieder. Und ja. Dann haben wir hier nochmal Yam Yam. Jam Jam, wie immer ihr es aussprechen wollt. American Paint Horse. Gefällt mir schon mal besser als das hier. Sieht aber auch ein bisschen komisch aus wegen den Augen. Keine Ahnung. Finde ich aber, habe ich auch ganz lange geritten. Ich glaube, da hatte ich mal sogar ein Bild zu hochgeladen. Habe es immer noch hochgeladen. I don't know. Finde ich ein cooles Pferd und ja, sollte man vielleicht auch mal reiten, ne? Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Hasspferd. Orange King. Ich glaube, alle von euch wissen, warum das mein Hasspferd ist. So, ich muss einmal kurz einen Cut machen. Also Orange King ist mein Hasspferd, weil es aussieht, habe ich schon tausendmal gesagt, wie eine Nacktkatze. Ich mag die Farbe nicht. Ich mag die Statur von diesem Pferd nicht. Sieht einfach aus, als hätte es krasse Rückenprobleme, als wäre es krass dolle krank. Ich weiß, sie sind so gebaut einfach, aber das ist auch in einem Video entstanden, wo ich irgendwie random oder irgendwer musste entscheiden, was für ein Pferd ich mir kaufe. Ich habe es mir also nicht freiwillig ausgesucht. Da ist dieses Pferd bei rausgekommen. Ich finde es richtig, richtig hässlich. Bäh, einfach. Also, keine Ahnung. Würde ich es verkaufen können für die gleiche Summe von Stark and Trade? Das ist das Erste, was ich verkaufen würde. Definitiv. Ja, Freunde, wir machen weiter mit Illusion. Illusion ist, ja, mein Araber-Pinto. Würde ich jetzt nicht bereuen, es gekauft zu haben. Ich muss es nur einfach mal leveln. Ja, ich mag das Pferd. Es ist so neutral. Also, wie gesagt, die meisten Pferde, die ich hier habe, die muss ich einfach mal reiten. Weil, da ist auch so ein Pferd, das habe ich mir mal gekauft, weil ich es cool fand oder ein cooles Outfit dazu gesehen habe. Und jetzt steht sie halt, ne? Dann haben wir hier einmal Luna. Luna habe ich auch gesehen, weil ich wieder gekauft, weil ich wieder irgendwo ein cooles Outfit gesehen hatte. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist ein total besonderes Pferd. Ich finde, das sieht richtig magisch aus. Ich finde, also ich bereue es auf jeden Fall nicht, das gekauft zu haben. Ich finde die Farbe total cool. Ich mag auch hier auf jeden Fall die Andalusia, weil die diese Wunder... Ist das Andalusia? Ja, mein Gott, das sind Andalusia. Weil ich diese Frisuren liebe. Ich finde die richtig, richtig schön. Ich habe auch noch einen weißen davon. Und einen schwarzen, glaube ich. Glaube ich, wie viele davon. I love it. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und hier haben wir einmal Stormy. Aber Stormy bereue ich zutiefst irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde das echt hässlich. Ich mag die Frisur nicht. Ja, man kann die umändern. Aber ich nicht. Ist irgendwie nicht so meins jetzt im Nachhinein. Ganz komisch, ganz merkwürdig. Brauche ich jetzt nicht nochmal. Ist auch Level 1, weil, ja, ich ist einfach nicht geritten, weil es einfach doch nicht mein Fall ist. We are making water mit Koala. Und Koala ist auch Level 1. Aber Koala habe ich voll lange geritten. Ich weiß gar nicht, warum diese Pferde immer nicht level. Ist ein richtig, richtig schönes Pferd. Es gehört mit zu meinen Lieblingspferden. Ich liebe dieses Pferd. Ich finde das wunderschön. Ich finde die Rasse generell auch total schön. Und die Farbe sieht einfach aus wie so ein Stein. Einfach so ein Stein, irgendwie so ein Stein am Strand. Dann haben wir Vanilleeis. Vanilleeis ist auch total putzig. Ist ja genau die gleiche Pferderasse wie Apple Cake. Ja, also ich würde sagen, die Farbe ist nicht so meins. Aber die Rasse finde ich schön. Also die Rasse finde ich cool. Ich finde, das ist so ein neutrales Pferd. Kann ich nicht so viel zu sagen. Weil ich so nie geritten bin. Dann haben wir hier, ach nee, das haben wir schon. Das kann man irgendwie nicht umändern, dass das andere Pferd hier steht. Keine Ahnung. Und dann haben wir hier Osprey. Osprey sieht auch aus wie so eine, wie habe ich das mal genannt? Achaltekina. Das sieht irgendwie aus wie so eine, wie so ein Aal, dieses Pferd. Ich finde, das sieht aus wie so ein, irgendwas aus dem Wasser. Wie so eine Meerjungfrau. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat dieses Pferd für mich so Meerjungfrauen-Vibes. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, wieso ich dem Zöpfchen gegeben habe, weil dieser Kopf ist eh schon so dünn und alles und lang. Aber ich finde das Pferd eigentlich voll cool. Ich weiß auch nicht. So, dann muss ich den ganzen Bumsi jetzt mal hier nochmal ändern. Warum gehe ich eigentlich immer nach hier vorne? So, wir machen weiter mit Drop Drop. Drop Drop ist, ja, mein... Ich muss übrigens mal gucken, was das für Namen hier sind, weil ich die aber alle nicht auswendig kann. Mein Pasofino ist jetzt auch nicht meine Favorite Farbe vom Pasofino. Da finde ich die braun schöner. Aber habe ich mir auch gekauft, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und jetzt steht's hier.
Jetzt kommt mein Hundi rein. Wuschelchen, kommen Sie rein oder bleiben Sie draußen, wie Sie wollen. Wuschipuh. Och, Mausi, die ist langweilig, ne? Hallo. Komm her. Dem Wuschel ist langweilig. Der meint hier gerade, gegen meine Tür springen zu müssen. Kommst du bitte her, mein Kind? Rede mit mir, wenn du was möchtest. Dann haben wir hier einmal Donut. Donut ist mein Welsh Pony Maloney mit grünen Augen, wie ich gerade sehe. Wow. Ja, Welsh Pony sind auch klein und putzig. Ich hoffe, man hört meinen Hund jetzt gerade nicht im Hintergrund. Ey, bitte nicht. Der macht gerade ein bisschen Randale. Ja, weiß Pony halt, ne? Finde ich süß. Habe ich mir gekauft, weil ich süß fand. Ich finde ja, Ponys ist total putzig. Und ja, deswegen habe ich mir gekauft. I love it. Geh jetzt mal hier rum. Hier haben wir einmal Bubble Tea. Unfassbar hässlich. Oh, Yorkshires Urpferd habe ich mir, glaube ich, auch wegen irgendeinem Video gekauft, wo ich wieder nicht aussuchen durfte, was ich mir kaufen durfte. Und ich finde es einfach hässlich. Ich finde es nicht natürlich, dieses Pferd. Ist ja auch logisch. Aber diese Striche hier allein am Bein und einfach alles, ey, nee. Ciao, Kakao, bin ich raus. Dann haben wir hier Legend. Ich habe halt von der Rasse echt viele, fällt mir gerade auf. Ich liebe die Rasse aber auch. Warmblut ist nicht ganz so ein krasses Schwarz. Ist noch was von der... Und den älteren Pferden, würde ich sagen, sieht man sehr am Stil, aber ist auch ein Pferd, was ich sehr, sehr gerne mag, tatsächlich. Wisst ihr, was mir gerade auch aufgefallen ist? Ich hätte auch einfach alle Pferderassen, die ich so doppelt habe, einfach so hier mal so einen Reihen aufstellen können, hätte ich das so im Großen und Ganzen einfach zusammenfassen können, aber egal, machen wir jetzt nicht. Hier haben wir Ashley. Ich liebe diesen Namen, Lipizzaner, aber dieses Pferd finde ich unfassbar hässlich. Ich glaube, das habe ich mir damals auch einfach gekauft, weil, weiß nicht, das braucht man irgendwie so einen alten Lipizzaner. Das habe ich mir, glaube ich, am Jorvik-Stall-Event oder so geholt. Jedenfalls steht es jetzt hier. Aber irgendwie sieht es sehr leidend im Gesicht aus, dieses Pferd, fällt mir gerade auf. Aber ja, werde ich auch, glaube ich, niemals reiten in meinem Leben. I don't know. Dann haben wir hier Chip Chip. Das habe ich mir auch am Jorvik-Stall-Event geholt. Ja, Vollblut. Wo war denn das Herz? Das hatte doch immer hier ein Herz. Deswegen habe ich mir das geholt, weil ich das so cool fand und weil auch wieder jeder drauf geritten ist. Doch, hier ist das Herz. Haha. Ja, das fand ich süß, deswegen habe ich es mir geholt. Und da zu diesem Pferd kann man echt coole Outfits machen. Also, weil das so eine geile Farbe hat. Wir gehen weiter in diese Reihe zu Dusty. Dusty ist, ja, das habe ich mir nur gekauft, weil es aussieht wie Pippi Langstrumpfs Pferd. Wie großer Onkel? Nee, kleiner Onkel? Nee, großer Onkel? Kleiner Onkel? Keine Ahnung. Und ich brauchte so ein Pippi Langstrumpf-Pferd. Die Frisur würde ich jetzt tatsächlich ändern. Die finde ich unfassbar hässlich. Würde ich jetzt nicht sagen, ich bereue es. Ich finde es süß. Hier haben wir einmal Chestnut, mein Haflinger. Finde ich, ist ja halt ein altes Pferd, ne? Joa, würde ich jetzt auch nicht mehr reiten. Also, weil allein guckt euch diese Mähne an, wie krass sie rumbackt. Und weil es einfach nicht mehr zu meinem oder diesem Stil passt. Ich weiß auch nicht, aber es ist trotzdem süß. Dann haben wir hier Divine. Divine ist ein richtiges, mächtiges Pferd, Alter. Friese. Ich glaube, jeder hat einen schwarzen Friesen und einen weißen Friesen. Also generell einen Friesen. Und ich wollte einfach, ich habe einen braunen Friesen, ich habe einen schwarzen Friesen, glaube ich, und ich habe einen weißen Friesen. Habe ich mir den damals in irgendeinem Club gekauft? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das ein schönes Pferd und deswegen habe ich es mir gekauft. Wunderschöne Mähne übrigens, ich liebe die Mähne. Das Einzige, was ich immer hässlich finde, ist, dass sie so abgekattet sind hinten am Schweif. Mag ich nicht. Dann haben wir Caramel, kleines Mäuschen. Ich finde es total süß. Weiß ich auch nicht so, keine Ahnung. Caramel halt, bin ich neutral zu, stehe ich neutral zu, bin ich auch nicht aufgeritten. Und dann haben wir hier Royal Dancer, den Friesen in schwarz. Kann ich eigentlich genau das gleiche dazu sagen wie bei den Weißen. Sind aber schöne Pferde und deswegen habe ich sie mir gekauft. Wow. We are making weiter mit Uni. Warum habe ich von diesen Pferden so viel? Ich verstehe das gar nicht. Ich finde, das ist so ein richtig niedliches Pferd. Guckt euch bitte diesen Kopf an und diese Haare oder dieses kleine, ne? Süß. Ich finde das einfach richtig süß, das Pferdi. Aber die Farbe ist nicht so meins, bin ich ehrlich. Ich mag immer nicht diese orangenroten Pferde. Und Juni habe ich es genannt, weil es einfach so ein süßer Name ist. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Hier haben wir eine neue Winterpferd Nummer 3. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Winterpferde ich habe. Jedenfalls ist das Twinkle. Und Twinkle habe ich mir gekauft, weil es einfach ein cooles Winterpferd ist. So mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie das Level das ist. 3. Fand ich cool, habe ich mir gekauft. Passt zum Winter, deswegen steht es hier. Würde ich auch wieder reiten. Bin ich sogar, glaube ich, dieses Mal sogar. Dann haben wir hier Nightstar. Nightstar hat noch irgendwelche komischen Klamotten an, wie ich gerade sehe. Das nehmen wir ihm erstmal direkt ab. Nightstar ist ja auch wieder so ein Pferd, das habe ich mir gekauft, aber reite ich nicht, weil fand ich damals cool. Jetzt finde ich es so unspektakulär irgendwie. Und Nightstar habe ich das, glaube ich, auch genannt, weil es einfach aussieht wie ein Himmel, dieses Pferd. Also sieht einfach aus wie so ein Sternhimmel. Auch neutral zu eingestellt. Ich glaube, alle Pferde, die mich so mehr interessieren, die sind eh Level 15. Dann kommen wir hier zu Hazel. Und Hazel finde ich so unfassbar putzig. Wieder ein kleines Pony. Und finde ich sehr, sehr süß. Würde ich jetzt auch wieder rein. Guckt immer sehr böse. Aber ja, finde ich cute. Reite ich, glaube ich, demnächst auch mal wieder. Dann haben wir hier Beryl. Also ich habe echt unfassbar viele Pferde von der Rasse. Meine Güte, ey. Ja, warum ich es habe, I don't know. Aber hier sehen wir gerade mal, hier sind ein paar Sachen, die ich vermisst habe. Sehr gut. Ja, ist ein cutes Pferd. Die Farbe sieht halt einfach cool aus, finde ich. Deswegen habe ich es. Und ja, ich meinte, irgendwie ganz viele Welsh Ponys haben zu müssen. Und die jetzt ich reite. Mega geil auf jeden Fall. Da steht es jetzt jedenfalls. Ich glaube auch ganz viele Pferde sind bei mir in so einer Kaufsucht entstanden, in so einer, wo ich mal so ein, weiß ich nicht, so ein kleines, wo ich so einen kleinen Rausch hatte.
Und hier ist Zombie Zone, mein Halloween-Pferd. Finde ich richtig hässlich, aber ist halt cool. Würde ich sonst niemals reiten, dieses Pferd. Also, was soll ich sagen? Ich finde es jetzt nicht toll. Also, es ist halt gruselig, ne? Also, ich würde es jetzt hier nicht außerhalb von Halloween reiten. So, deswegen ist dieses Pferd so ein bisschen nutzlos. Dann haben wir hier Baby Bell. Dieses Pferd ist auch entstanden in einem Video, wo ich wieder nicht selber entscheiden durfte, was ich mir kaufe. Ist putzig, aber ich finde es hässlich. Ich finde es einfach hässlich, obwohl es halt sehr, sehr süß ist. Also, ich hätte lieber das Hellere davon gewollt. Ich habe sogar noch im Video gesagt, bitte nicht das Dunkle. Und dann ist es halt auch das Dunkle geworden. Und ja, gibt coolere Ponys in diesem Spiel. Dann haben wir Lilly. Lilly ist mein Tinker. Das ist mein absoluter Lieblingstinker. Guckt ihn euch an oder guckt sie euch an. Ist, glaube ich, für mich auch wieder so ein Winterpferd. Ich glaube, das werde ich jetzt wieder im Winter mehr reiten. Können wir nochmal ein Jahr drauf warten, gefühlt. Aber ich weiß nicht, ich finde schön, das Pferd. Ich finde dieses, genau. Dann haben wir hier Phoenix. Und Phoenix ist mein Mavari. Jetzt kommt mein Hund wieder rein. Wuschel. Wussi. Ja, mein Mavari. Was so, ja, kann man coole Outfits zusammenstellen. Deswegen habe ich mir das, glaube ich, auch wieder gekauft. Aber ich bin nicht so ein Mavari-Fan. Also, I don't know, was ich dem Pferd sagen soll. Wie gesagt, ganz viele Pferde sind bei mir irgendwann in dem Kaufrausch entstanden, wo man so maßlos überfordert war, weil man so viele Starcoins hat und man die irgendwie ausgeben musste, richtig krank. And then we have Winter Tea. It's a winter horse for me. I like it very much because it's black and white and minimal brown and I love it so much. It's gefleckt and gescheckt. And yes, I ride das Pferd manchmal, also nicht so oft, aber bin ich sehr cute, das Pferd. Also, ja. And then we have Fluffy, my old easy. Ist ein OG-Pferd, bereue ich nicht. Ich finde die Farbe toll. Ich liebe dieses Pferd. Jeder braucht einen alten Easy und deswegen steht sie ja Punkt aus Ende. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn ich einen Easy reiten würde, dann wäre es der alte. Und ja, deswegen steht er hier. Wie gesagt, Leute, falls hier irgendwelche Pferde doppelt genannt werden, dann tut es mir leid. Oder wenn ich irgendwelche doppelt nehme, ich habe den absoluten Überblick verloren. Ich mache das jetzt einfach frei raus, wo ich denke, die waren schon, die waren noch nicht. Hier haben wir einmal Freedom. Freedom hat auch noch Klammittis von mir an, warum auch immer. Ja, Freedom ist einfach so ein graues Pferd. Die Mähne finde ich unfassbar hässlich. Das ist die Zahnbürstenfrisur, die mag ich nicht, die brauche ich nicht. Weg damit. Würde ich aber jetzt immer noch reiten. Belgisches Warmblut ist ein schönes Pferdi, hat tatsächlich voll krasse Wimpern, wie ich gerade sehe. Wie schön das Pferd, deswegen steht es hier. Yeah. Warum steht, die nervt mich hier so, dass sie hier im Stehen schlafen muss. Drake habe ich, glaube ich, einfach, wie man sich vielleicht denken kann, wegen dem Sänger Drake genannt. Ich habe da keine Verbindung zu, aber irgendwie fand ich es cool. Deswegen heißt dieses Pferd hier so. Finde ich auch ein sehr schönes Pferd. Würde ich auch immer noch reiten. Ich mag mehr so schlichte Pferde. Also, da kommen gleich auch noch ganz andere Pferde. Aber das ist auch so ein Favorite Pferd von mir. Also schlicht und einfach. Wir machen weiter mit Old Legend. Und das Pferd habe ich einfach so genannt, weil dieses Pferd einfach aussieht wie so eine alte Legende. Sieht aus wie ein alter Opa, dieses Pferd. Guckt es euch an. Die Wimpern sind weiß. Dieses Pferd sieht einfach richtig so, weiß nicht, verbraucht aus. So als wäre es irgendwie so, als so 10.000 Jahre irgend so eine alte Karre gezogen oder so. Und ich mag halt die Farbe total gerne. Ich liebe diese Farbe, die ist wunderschön. Deswegen habe ich ihn gekauft. Und allein der Mund, wie der hier so faltig ist und alles. Also, und diese weißen Strähnen dann noch in den Haaren hier so. Ja, fand ich cool, das Pferd. Deswegen habe ich es mir gekauft. Dann haben wir Darkness. Das ist so hässlich, kack ab. Ja, Darkness ist halt, das ist so ein, jeder hat doch schon mal so, weiß nicht, mit anderen Leuten irgendwie so, wer hat das hässlichste Outfit? Das war das letzte Mal so. Da habe ich sogar gleich ein Highlight noch bei mir in der Story auf Insta. Wo ich mit anderen Leuten mich irgendwie so richtig hässlich verkleidet habe aus meinem Club. Wie sieht Darkness eigentlich im unverwandelten Dings aus? Geht das? Nee. Okay, cool. Warum auch immer ich dieses Pferd Darkness genannt habe. Sieht einfach aus wie ein Wald. Ich finde es richtig hässlich. Das Einzige, was ich cool finde, sind die Augen. Das war es aber auch schon. Aber ich bin überhaupt kein magischer Pferdefan. Aber ja, habe es mir trotzdem gekauft, lieben wir. Then we have Violet. Ja, ist das wieder Welsh Pony, Alter? Morgen. What the fuck? Wann habe ich mir die denn gekauft? Schön, schlecht. Wie ich es mag. Weiß nicht, was ich zu sagen soll, ehrlich gesagt. Dann habe ich Potato. Ist auch eins meiner Lieblingspferde. Potato, erstens süßer Name. Zweitens, ja. Ist das wieder ein Welsh? Ich kann halt echt nicht eindingsen. Darthmoor-Pony. Okay, weil es sind so viele unterschiedliche Ponys, aber die sehen irgendwie alle gleich aus. Hier würde ich jetzt tatsächlich mal die Mähne irgendwie ein bisschen kürzen. Ist mir echt zu viel des Guten. Aber ich liebe Ponys und deswegen liebe ich dieses Pony. Und hier haben wir Flower Power. Das ist auch mit eins meiner Lieblingspferde. Moment, Flower Power ist, ich liebe diese Farbe. Es ist wunderschön. Bei Flower Power würde ich nur auch wieder eine andere Frisur nehmen. Die finde ich, ich mag dieses Zöpfchen hier vorne nicht. Ist putzig, aber irgendwie, nee. Das ist aber wirklich mit eins meiner Lieblingspferde. Ich liebe so ganz dunkelbraune Pferde einfach. Wunderschön. Dann haben wir Cinnamon Roll. Auch eins meiner Lieblingspferde. Ich weiß nicht, gab es das damals, glaube ich, auch. Aber das gibt es immer noch in der App. Wollte ich immer haben, dann habe ich es jetzt. Und ja, reizt nicht. Wow.
Lieben wir. And then we have Ghost. Warum das Pferd Ghost heißt, brauche ich glaube ich nicht erklären. Halloween Pferd. Habe ich auch gekauft, weil ich es cool fand. Reite ich nicht. Beziehungsweise jetzt nicht. Würde ich wenn zu Halloween nehmen oder reiten. Ich glaube, ich habe sogar dieses Jahr zu Halloween bin ich's geritten. Ja, ist ein cutes Pferdi. Okay, was heißt cute, ne? Aber ich fand die unverwandelte Form auch ganz cool. Deswegen habe ich es mir gekauft. Und dann haben wir Melody. Melody ist einfach ein wunderschönes Weihnachtspferd. Hat einfach total gut gepasst. Sieht aus wie so ein Bambi, Alter. Wie so ein irgendwas aus dem Wald. Einfach so ein Weihnachtspferd. Ich finde, das ist mit das schönste Weihnachtspferd. Ich finde das unfassbar schön. Das hat, glaube ich, auch fast jeder. And then we have Winterbell. Winterbell ist mein, wie heißt es? Genau, Finnpferd. Fand ich auch schön, bräuchte ich auch nicht. Und würde ich immer wieder kaufen. Ich mag Fjordpferde sowieso total. Fjordpferde. Ich mag Finnpferde total gerne. Das ist so auch mit meiner Favorites. Mit eins meiner Favorites, wow. Mit dem Schwarzen. Ich glaube, ich habe noch eins oder noch zwei, glaube ich. Also, ja, glaube ich, auch mal gut in die Taschen gelangt, um diese Pferde hier zu kaufen. Wir machen weiter mit Vanilla Cup. Hier haben wir, wie gesagt, schon ein neues, anderes Finnpferd. Die Farbe finde ich auch richtig, richtig schön. Aber ich glaube, meine allerlieblingsfarbe, die habe ich sogar gar nicht. Das ist dieses ganz dunkelbraune. Habe ich das? Moment. Nee, habe ich nicht. Sollte ich mir vielleicht noch mal irgendwann kaufen. Aber meine allerliebste Lieblings-Finnpferdfarbe, was ein Zungenbrecher, ist dieses ganz dunkelbraune. Wunderschön. Ich liebe die Finnpferde, deswegen habe ich mir das gekauft. Und ja. Hier haben wir Cooper. Cooper sieht aus, finde ich, wie Justin Bieber. Mit der Frisur hier vorne. Mit diesem Pony. Und das ist eine richtige Justin Bieber-Friese. Ich weiß auch nicht wieso. Finde ich richtig, richtig witzig. Aber ja, reite ich nicht, weil ich weiß auch nicht. Irgendwie, wenn ich woran es gelegen hat, sollte ich mal auch wieder reiten. Wir machen weiter mit Sunny. Sunny habe ich mir auch ganz am Anfang, wo ich YouTube angefangen habe, gekauft. Das ist, glaube ich, mein drittes Video oder zweites, irgendwie so ganz am Anfang. Ist halt ein Araber. Ist das überhaupt ein Araber? Ja, Level 10. Bereue ich jetzt auch nicht, ne? Ist halt ein Pferd, ein Araber, ne? Schöner Araber. Ah, Mama. Und hier haben wir geradeaus Butterfly. Mein altes friesisches Sportpferd. Ich glaube, das habe ich mir auch nur gekauft, weil irgendwie sind die ja raus. Oder ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber das ist auch so ein Pferd, das muss ich haben, bevor die rausfliegen. So. Also die sollte man sich nochmal kaufen. Ich bin sehr froh, dass ich mir das gekauft habe. Das ist auch mit die schönste Farbe. Es gibt ja noch so einen Blauton, aber das war nicht so meins. Deswegen habe ich mir den gekauft. Ja. Then we have Winter Hope. Warum ich auch immer so viele Islandpferde habe, ich gerade sehe. Es war auch ein schönes Easy. Ein wunderschönes Easy, bereue ich auch nicht gekauft zu haben. Halt Easy, ne? Was soll ich dazu groß sagen? Weißes Easy, wow. Dann haben wir Dark Blood. Dark Blood brauche ich, glaube ich, auch nicht begründen, warum dieses Pferd so heißt. Mein Lusitano. Eigentlich bin ich überhaupt nicht der Fan von den Lusitanos. Ich finde die halt sehr majestätisch, ne? Also, weiß ich nicht. Ich finde, die sind aber sehr, sehr, so, als würden die sich gleich den Kopf irgendwie hier so irgendwas abbrechen, weil die so steif, finde ich, sind. Und ich finde auch die Mähne sehr, sehr so spitz nach unten und in den Schweif, aber es ist trotzdem ein schönes Pferd. Dann haben wir Robin, auch ein Araber. Wann gab es das? Ich glaube auch wieder beim Jovik Open Stallhaus Dingsbums Opening Dings. Und ja, fand ich cool, habe ich mir gekauft. Weil ich finde, von Arabern kann man irgendwie nie genug haben. Dann haben wir May. May ist mein Connemara Pony. Connemara finde ich eigentlich auch voll cool. Ich glaube, da hatte ich wieder so eine Phase, habe ich wieder. Weil ich Connemara ist irgendwie voll cool, habe ich es mir gekauft. Reite ich aber auch nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Ich kann euch das nicht sagen. Irgendwie, mir fehlt der Reiz bei diesem Pferd. So irgendwie so ein bisschen lame. Ich weiß auch nicht. Then we have Jazzy. Und Jazzy ist auch mit eins meiner Lieblingspferde, was nicht ausgelevelt ist. Wow. Weil ich die Andalusier generell einfach wunderschön finde. Und mit der Mähne. Es ist einfach wunderschön. Ich liebe diese Mähne, dieses Geflochtene. Es hat kein anderes Fett, glaube ich, so wie das. Schwarzes Pferd lieben wir und deswegen habe ich Jazzy gekauft. Obwohl es echt, das sieht überhaupt nicht aus wie so ein Jazzy, es sieht aus wie so ein Herbert. Also so ganz, guck mal, wie böse der guckt, Alter. Boah. Dann haben wir Alpha. Alpha ist mein, ja, Alpha habe ich Alpha genannt, weil es sieht einfach aus wie so ein Alpha, sieht irgendwie aus wie so ein Chefpferd. Irgendwie von so einer, weiß ich nicht, was irgendwie so die Macht über irgendwas hat. So richtig, ich finde, es sieht einfach richtig heftig aus, auch mit der Mähne. Habe ich auch damals gekauft, wo die draußen sind, weil mir das einfach von der Farbe mit am besten gefallen hat. Und damals war ich noch so, ich kaufe einfach von jedem Pferd, was neu rauskommt, ein Pferd, einfach damit ich es habe, aber nicht, weil ich es mag. Außer von den magischen Pferden und dabei ist Alpha entstanden. Erinnert mich immer sehr, diese Percherons, erinnert mich immer sehr an Black Moon. Liebe Grüße, falls du siehst. Und an ja, die Videos oder das Video, was wir damals gedreht haben. Weil da sind wir beide übelst krass ganz auf diesen Pferden geritten. Ist auch noch auf dem Thumbnail, glaube ich, drauf, bei dir oder bei mir. Oder bei beiden, ich weiß gerade nicht genau. Jedenfalls, ja, erinnern mich die Pferde immer sehr stark an Madamse. Und dann haben wir Honey. Honey ist ein Pferd, was ich irgendwie gar nicht mehr mag. Aber, ja, steht jetzt hier. Mehr kann ich dazu nicht sagen. I can buy myself flowers. Ooh. Write my name in the sand. Ooh.
Junge, ich sehe gerade, wie viele Isländer habe ich, Alter. Junge, was ist mit mir? Können wir gleich hier hinten weitermachen. Hier steht einmal Chocolate. Nochmal ein Lusitano. Fand ich von der Farbe wunderschön, deswegen habe ich mir das gekauft. Das gab es auch beim Open Stallhaus Jorvik Dingsbums da. Und ja, jetzt steht es hier in meinem Stall, was nicht geritten wird. Lieben wir. Dann haben wir einmal Mystic Man. Das ist ja das Geburtstagspferd. Das haben wir kostenlos bekommen. Und deswegen steht es hier. Nicht, weil ich es schön finde, sondern weil ich es einfach kaufen musste oder bekommen habe. Die Augen finde ich wunderschön. Und das war es auch schon. Denn we had Red Velvet. So ein hässliches Pferd. Das habe ich mir aber tatsächlich freiwillig gekauft, weil man zu diesem Pferd ein cooles grünes Outfit machen kann. So richtig knallgrün. Und deswegen habe ich mir das gekauft. Ich weiß gar nicht, ob das freiwillig... Oder war das freiwillig, dieser Pferdekopf? Ich weiß es nicht mehr. Und dann haben wir Snowy. Snow ist mein alter... was ist denn das überhaupt? Ach ja, Irish Cop. Also Tinker, würde ich jetzt mal so sagen. Oder bin ich doof? Weiß ich auch nicht, warum ich das habe. Ich glaube, das habe ich mir einfach gekauft, weil damals habe ich mal alle Leute, ganz früher, wo ich 12 war, wo das Spiel gerade so richtig angefangen hat, habe ich mal alle beneidet, die so einen Tinker geritten sind. So einen alten wollte ich auch unbedingt haben. Und hier haben wir einmal Baby. Baby ist mein Baby. Mein Araber Pinto. Und liebe Araber Pintos. Und ja, Baby habe ich gekauft, weil ich den schön fand, weil ich den haben wollte. Und jetzt steht er hier. Den will ich tatsächlich auch noch reiten. Dann haben wir Angel. Ist der schon ausgelevelt? Ach, witzig, der ist ausgelevelt, ja, logischerweise. Angel ist mein Easy. Mag ich sehr gerne, die Farbe. Weil ich dieses mag, habe ich den auch noch gekauft, als hätte ich nicht schon genug von denen. Und joa, that's my Easy. Hier haben wir Moonlight. Moonlight ist auch ausgelevelt. Moonlight habe ich mir in meinem allerersten Video gekauft. Niemals würde ich dieses Pferd irgendwie bereuen. Mit Moonlight hat alles angefangen. Ich glaube, das war das allererste Pferd, was ich mir nach Applecake gekauft habe. Da haben wir uns ein grünes Outfit zu erstellt. Dann hatte ich noch schwarze Haare und alles. Hier in SSO könnt ihr euch angucken, das erste Video, glaube ich. Und ja, that's Moonlight. I love it. Dann haben wir hier Harry, meine lieben Freunde. Harry ist auch ein richtiger OG. Harry hat auch noch Klamotten an, wie ich gerade sehe. Und Unus Momentus. Ja, Harry ist mit meinem Lieblingspferd. Ja, Harry ist, nehme ich fast immer zu Championaten. Harry hat lila eine Augen, ich gerade sehe, wow. Oder? Doch, so lila-braun. Und ja, liebe ich. Also, brauche ich nicht. And then we have Popo. Popo ist auch für alle Leute, die seit Anfang dabei sind, OG. Popo ist einfach Legende. Popo ist mit meinem Lieblingspferd, an dem ich hier hänge. Weil Popo hat erstens einen legendären Namen und zweitens ist Popo einfach so ein schwarzes, einfaches Araber-Pferd. Brauche ich auch nicht. Also, ich liebe Popo. Ein Herz für Popo. So, dann gehen wir darüber. Und hier steht nämlich Banana. Und Banana heißt Banana, weil das also wie eine Banane. Wunderschöne Andalusia. Banana, weil es einfach so eine Bananenfarbe hat. Habe ich mir, glaube ich, auch bei diesem Jorvik-Stall-Obenhaus-Dingsbums gekauft. Warum auch immer ich mir da so viele Pferde gekauft habe, I don't know. Liebe ich aber, das Pferd. Also wunderschönes Pferd. And then we have Twinkle Star. Ich liebe den Namen, ja. Aber das Pferd an sich mag ich nicht so. Ich finde, das sieht aus, als wäre das von Fliegen befallen irgendwie. Connemara, ja. Ach, das ist auch süß, komm. Das ist jetzt nicht irgendwie... Nee, doch, das ist schon cute. Lassen wir es dabei. Leute, wir sind auch schon am Ende angekommen. Das ging jetzt doch schneller als gedacht. Ich habe gerade nochmal alles durchgeguckt. Aber ich bin der Meinung, ich habe alle. Und wenn ich jetzt nochmal irgendein Pferd doppelt habe, dann I'm sorry. Hier haben wir einmal meine Anfi. Hier ist Northmane. Northmane ist mein Anfangspferd. Mein weißes Anfangspferd, mit dem alles gestartet hat, auf dem ich auch 100 Jahre lang drauf geritten bin. Ist der ausgelevelt? Ja, der ist natürlich ausgelevelt. Was soll man zu seinem Anfangspferd sagen, ne? Man benutzt es halt und irgendwann steht es halt nur noch im Stall. Das ist halt leider die traurige Wahrheit. Was soll ich sagen, ne? Einer kommt an ihn ran. The one and only, Alter. Dann haben wir Milky. Milky ist auch ausgelevelt. Ein weißer Andalusia. Ich vergesse mal die Namengründung wie bei den anderen. Ich finde, es ist eine schöne Pferderasse und ich mag die Frisur. Weiter zum nächsten Pferd. Genau, jetzt kommen wir zu den ganzen ausgelevelten Pferde. Das ist Coffee Bean. Coffee Bean ist auch mein Lieblings-Goatland-Pony mit unter anderem. Ich liebe Goatland-Ponys, liebe dunkle Goatland-Ponys und deswegen habe ich Coffee Bean. Coffee Bean ist auch OG. Also Coffee Bean kennen, glaube ich, auch noch echt viele von euch. Dann haben wir Mabel. Mabel ist auch ein putziges Pferd. Ich liebe Mabel. Mabel ist erstens voll der süße Name und zweitens mag ich das Pony total gänge. Ich liebe Ponys. Ponys sind einfach niedlich. Assateague-Pony, genau, wow. Ja, was auch immer mit der Frisur hier hinten abgeht, ist irgendwie komisch. So, ich kann jetzt auch langsam nicht mehr reden, Alter. Hilfe. Und hier haben wir Corny. Corny, du wusstest ja auch nicht, wie ich dieses Pferd nennen soll. Ist ausgelevelt, weil ich es gerne mag, wow. Und ja, that's Corny, meine lieben Freunde. Then we have Cactus Eyes. Cactus Eyes ist wieder ein Goatland-Pony, weil ich Goatland-Ponys liebe. Es ist meine Lieblingspferderasse in diesem Spiel. Und deswegen habe ich von denen auch logischerweise sehr, sehr viele. Unter anderem Cactus Eyes. Kaktuseis heißt einfach Kaktuseis, weil ich mir, glaube ich, im Sommer gekauft habe und zu der Zeit viel Kaktuseis gegessen habe. Deswegen heißt es Kaktuseis. So, dann haben wir hier noch die letzte Reihe und dann bin ich, glaube ich, gleich durch. Das ist Baby. Hatte ich den schon? Nee, das war ein anderes, oder? Ja, das ist jedenfalls Baby. Baby ist ausgelevelt, weil
ich jetzt logischerweise oft geritten bin. Unter anderem finde ich dieses Pferd dann sehr selten. Nee, ist nicht ausgelevelt, Level 11, hä? Ups, ja, ist nicht ausgelevelt, aber ich reiz trotzdem gerne. Das ist Dip Dip. Dip Dip kennen auch sehr viele von euch. Ist mit meiner Lieblingsfarbe von den Arabern und braun. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, ist hier vorne, dass es irgendwie ist mir zu weiß, aber es ist trotzdem ein schönes Pferd und deswegen habe ich es mir gekauft. Yeah. Und dann haben wir Mayo, ein Mavari. Ich glaube, wenn ich ein Mavari nehmen müsste, dann wäre es der. Das ist mit der schönste von den Mavaris. Und ja, wie gesagt, ich bin nicht so der Mavari-Fan, aber ist der ausgelevelt? Der ist ausgelevelt, krass. Aber ich bin ja mal eine Zeit lang echt lang geritten. Hatten wir Holly schon? Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls Holly, ein Finn-Pferd. Nee, wir hatten Holly, glaube ich, schon. Oder? Keine Ahnung. Und Leute, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Alter, ja, dieses Video ist sehr lang, aber das ist nun mal so, wenn man alle meine Pferde dreht. Ich möchte doch nur hier auf diesen Abfluss drauf. Ich glaube, beschweren tut euch jetzt nicht, dass das Video so lang ist. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht waren ja ein paar Pferde dabei, die ihr euch vielleicht auch noch selber kaufen wollt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches eure Lieblingspferde sind. Das würde mich sehr, sehr stark interessieren. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video, ihr Lieben. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.